Wie tief müssen wir noch? Oh, keine Ahnung. Nicht mehr viel. Man muss den ganzen Elberboden auch rausreißen. Aber das Essen hält ganz gut. Ja, klar. Ich müsste auch wieder was machen können, weil... Ja, in der Zeit... Durch. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit ist jetzt auch noch genug wieder gewachsen, ne? Ja. Jetzt ist dunkel, gleich wenn wir unten sind, bestimmt ist hell. Das ist schon. Dann ist das ganz, ganz gut. Ja, ja. Ja, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Meine nächste Eisenspitzgang gerade. Kaputtgang. Eisenmetask, oben ist ein Workbench. Hab ich nicht mit. War ja gerade am Schmelzen noch. Ach so. Was ich noch in meinem Backpack drin hatte. Von der letzten Tour in der Schlucht da unten. Ist schon krank mit der Schlucht unter uns. Ja, hier sind die ganzen Dinger. Wenn irgendwo wirklich auch wieder eine Höhle auftauchen. Hey. Oder die, wir graben knapp dran vorbei, tippe ich mal eher noch. Kann auch sein, ja. Wenn ein Stück, ja, glaube ich, wir graben eher vorbei. Aber generell, man könnte auch richtig zur Schlucht runterbauen. Und das auch noch für irgendwas verwenden. Ja. Ist ja groß genug. Das Riesen, die Schlucht, das Riesenlager. Das war so, meinst du, warum ich die Quarry bauen will? Ich will ja nicht unter dem Haus, sondern ein bisschen dann. Ich setze einfach neben dem Haus einfach die Quarry runter. Na. No. Willst du alles runterbuddeln? Ich glaub, dann zerreißt du die ganze Schlucht mit. Ja, was soll ich machen? Meinst du, ich buddel generell, man kann doch. Da einen ordentlichen Weg runterbauen, dann baut man sich. Ich weiß ja nicht, wo sie anfängt und aufhört. Ja, das kannst du ja gucken, wenn du unter der in der Schlucht drin bist. Wir haben noch einen Weg da rein. Dann buddelst du ja immer nach oben. Und dann guckst du halt, dann legen wir auch ordentliche Schächte für die Pipes. Und dann kommen da die ganzen Schränke rein zum Sortieren. Ja, das ganze Buddeln ist immer so ein bisschen. Ja. Aber das geht eigentlich. So tief ist es gar nicht, darunter. Es ist ja meistens, dass da irgendwie 5 oder 6 Schichten zwischen sind. Und dann beginnt die Schlucht doch schon. Guck mal gleich mal. Ja. Ja, überleg mal, sowas Großes, was schon ausgehoben ist, kann man ganz gut verwenden. Ja, müssen wir mal schauen, wie es aussieht dann. Ja. Man muss die ja nicht irgendwie ordentlich anpassen oder so. Man kann ja dementsprechend für, wo man die in Sachen setzt, ein bisschen anpassen was. Zum Beispiel Säulen reinziehen, ordentliche. Ich weiß noch nicht, wie das einsortiert. Ob man einfach nur Pipes nehmen kann und der die dann automatisch sortiert oder man Dia-Pipes benutzen muss. Nee, das ist ja egal. Es muss ja halt nur am Controller rankommen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich mache das als Säule, dann kann ich ja so eine Röhre in der Mitte machen und immer um die Röhre einen Ausgang mit einer Kiste machen. So meine ich das gar nicht. Ich meine jetzt generell als Deko. Ja, so. Mal schauen. Oh, sind gleich unten. Oder du bist schon unten. Was denn? Wollen wir ab der Höhe das so hoch machen? Ich muss ja den Boden rausziehen hier noch, ne? Und dann drei frei. Also 1, 2, 3. Und dann zieh ich Decke rein. Ab 10 beginnt die Lava. Ja. Das ist scheiße, wenn du da den Boden reinmachst. Ich mach hier den Boden raus, da wo ich den Block habe. Und dann setz hier wieder den Block rein. Dass ich einen ordentlichen Boden hab. Ja, aber 3 hoch ist scheiße. Ja, willst du 4 machen? Ja, würde ich machen. Ist besser. Du musst 4 machen. Du musst 4 machen und den 5. wegreißen. Weil ich ja hier nur 3 breiten Gang mache, weil den Rest, wenn, tue ich ja direkt verkleiden, ne? Deswegen mache ich das ja schon größer. Ja, dann muss das ja auch nochmal weg. Ja.
Aber das ist immer generell so, dass 3 viel zu niedrig ist. Auch wenn das nur ein Gang ist. Ja klar, aber wieder reichen für den Gang. Ja, aber ich find's trotzdem. Wo ist schon besser dann? Ja, passt schon. Nur ein bisschen graben. Ein bisschen graben. Nee. Bisschen bis. Warte mal. Muss mal grad gucken, wie weit wir noch müssen. Hier nicht. Oh, wir haben noch ein einiges Stück zu graben. Guck mal, wo ich bin. Das sieht mich nicht. Irgendwo da hinten. Ja, da fängt die Schlucht an. Beziehungsweise der Weg. An. Ach ja, so muss ich gleich nochmal hoch. Gleich mal das Klang. Ja, ich glaube noch einen habe ich noch, ja. Ich muss erstmal mein Tar ein bisschen leeren. Oh. Hoppert. Schon mal einen größeren Gang rein. Passt das denn jedenfalls so eine Grenze haben? Da ist ein, ja, das passt. Hm? Nee, das passt gerade da. So, dann hier. Jetzt ist es ja dunkel. 1, 2. Wird aber wie langsam hell. Oh, hey. Na gut. 1, 2. Das ist egal. So, zack. Zack. Ach da. Ach, hier ist schon die Höhle. Ein Stück schon vom Schacht. Hi. Hi. Der Zombie. Meine nicht dich mit Hai. Oh, ist das gewachsen hier schon wieder. The fuck? Kleiner Hai. Dim, dim. Ich ende mal ganz kurz die Sojasprossen. Ja, sicher. Oder Sojabohnen. Boah, ey, das Flackern von diesen Dingern. Scheiße. Ich muss ja wieder das Essen holen. So. Das. Kommt da rein. Ja, Carpenter-Blöcke noch hier dran. Kommt noch schneller hoch. Aber irgendwie wird das Fach wohl nicht genutzt. Okay. Welches Fach? Das ist kacke. Wann mal habe ich das hier nicht reingetan? Kacke ist braun und stinkt. Du bist kacke, ja? Haben wir eine Kiste, die, die ich voll klatschen kann? Stimmt, ne? Meinst du die Kisten, die voll sind? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ja, warte mal, das nehme ich mal raus. Was hast du jetzt rausgenommen? Holz. So. Für 8 Kisten. Ich klatsche mal eben hier vorne ans Haus. Aha. So. Einmal vollfüllen hier einfach. Ups. Oh. War falscher Knopf. Also, wir brauchen wirklich Lagerplatz fürs Essen. Ja, wenn wir den Schacht haben, dann hätten wir ums Lagerding kümmern. Beziehungsweise muss man dann Holz erst haben, ne, damit wir Dinger bauen können. Ja? Essen, komm hier, zack. Was kann man denn mit denen machen hier? Da kann man Wachs machen und Dinge. Aua. War ich nicht. Da kann man nur Wachs rausmachen aus den Candleberries? Also nicht. Ja. Das hier. Fuchsketz, man will. Da kann man Kuchen rausmachen. Oh, Kuchen, ich hab so Bock auf Kuchen. Sowas, ne? Nee, wir waren das jetzt nochmal gestern erst gemacht und jetzt weiß ich das nicht mehr. Gut. Cool. So, das Fruchtsalat plus irgendwelche Früchte. Ja. Okay, wir bräuchten den hier. Und irgendwelche Früchte. Haben wir da Früchte? Und da. Sprossen. Haben wir Erdbeeren noch? Oh jo. Da haben wir Erdbeeren. Kann ich auch irgendwie auf das Hackebein zugreifen? Ja, ne? Klar, kannst du. So. Warte,
jetzt brauche ich noch. Oh. Achso, die muss ich einfach nur im Inventar haben, okay. Da bin ich wieder. Ich habe mich ganz kurz gemutet gehabt. Ich habe hier Fruchtsalat, willst du. Oder ich will eher Erdbeersalat, willst du haben? 8 Stück? Gib doch. Hier. Ich hab gerade geguckt, ob du Erdbeeren hast. Ein paar Erdbeeren, ich guck mal auf meinem Feld. Moment mal. Jo, erstmal voll dumpf, der Junge. Voll dumpfi. Stumpfi-dumpfi. Hier, die sind jetzt am Wachsen hier, das ist super. Ja, das. Oh. 29%, ja, lass mal erstmal wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. So. Was war los? Hallo, Mix Salat. Warte mal, Mix. Mix Salat. Salat ist irgendwie woanders jetzt. Das und das Spice Leaves brauchte ich noch. Ich bin ich. Ja, Tee, also ich mach gerade Tee und Ananas und Trauben dahinter im Haus. Ja, schön, dass ich das eigentlich alles noch ansetzen wollte. Ja, lass die doch wachsen da. Ich werde das eh dann alles umsetzen, auch wenn ich das fertig hab. Die Mixed Ball brauchte ich ja. Ah, Höhle ist genau wie bei uns dann, zeige ich ja. Da. So, ja, das Hackebei brauchte ich doch. Nicht Mixed Bowl. So. Na, Klong? Jo. Spitzhacke. Hoi, hoi, hoi. Das fragst du dich noch. Ich hab mich das gerade nicht gefragt, Spinner. Ich hab gesagt, ich bin manchmal so doof. Manchmal? Halt die Fresse. Manchmal, sagt er. Hm. Oh nee, ich hab Gold gefunden. Ist nicht wahr. Alter Fotzenkopf. Gold, Gold. Ich werd reich, ich hab Gold gefunden! Ja, Kinders! Ich hab auch schon Gold gefunden. Na und? Das juckt mich jetzt nicht. Du bist behindert. Nee, ich weiß. Würde doch gehen, ja. Das mal wieder ins Regal stellen. Wie ich meinen Platz hab. Ja, schade, dass man hier hin auf hinstellen kann, wie das Hackebeil. Kann ich das denn auch da reinstellen? Ja. Ich hab Mayo ins Regal gestellt, ne? Joa, passt. Post, passt. Was passt? Passt, passt. Passt? Passt. Passt. Ach, ich brauch ihn grad gar nicht. Eigentlich brauche ich gerade nicht ernten, das Feld. Hier kannst du es auch noch wachsen lassen, so lange. Muss ich so. Wir haben ja eh gerade keinen Platz dafür. Ne, muss man auswachsen. Jetzt aber drüber jagen. So. Ups. Ups, ist ein Lieferdienst. Ups, da war ja, schon wieder ein Paket. Ja. Ups, ist schon wieder ein Paket. So. Ah, in der Zeit glaube ich, das komische Flacker von den Connection-Dinger da. Nervt voll. Bei mir flackern die gar nicht. Doch, bei mir ja. Schlechte Grafikkarte, würde ich sagen. Nö. Glaube ich nicht. Mal fackelt die Fackel. Ich könnte auch eine Fackel. Ah. Ja, du bist behindert, wir wissen's. Ah.
Buddelkollege eigentlich hier? Wieder nicht am Buddeln? Der Buddler, der. Halt die Schnauze. Ich muss alleine machen hier, den ganzen Laber nicht. Ja, warte. Oh. Quatsch. Das macht so Spaß, das macht es nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Buddel, 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 buddel. Und eine Buddel von rum, rum, rum. Mhm. Schabuda, so gestört. Ja. Gewaltig. Gewaltig. Gewaltig gestört. Gewaltig. Ah, klatsch die Fackel an der Wand. Klatsch die Fackel an die Wand. Die Quieber sind nicht mehr in diesem Land. Autsch. Tick, tack, tick, Eisen. Tick, tack. Eisen. Eigentlich wäre ein Verzauberungstable nicht schlecht, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Hätten wir mal Diamanten. Hast du doch. Wer? Ich? Nein. Na, wir brauchen doch nur zwei Stück. Ja. Hab ich Diamanten? Zwei Stück. Da hast du Diamanten. Ich hab nur 10, okay? Vor allem nur. Ach ja. Oh, meine Spitzhacke macht gleich Klong. Ja? Ja. Ja, wenn's genau passt. Cool. Machen die, dieser komisch 2 Coin, okay. Was denn? Ja, der Früchtesalat. Ja. Den du gemacht hast. Ja, war auch nicht schwer. Jetzt hier die Beeren da. Ich glaube, das war irgendeine Beerensorte. Und halt Erdbeeren drauf, ne? Ja, freu dich. Freu dich? Weißt du, bist du mal so vergewaltigt? Muss mich auch noch nachäffen, ne? Ja? Muss ich auch noch nachäffen. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Sicher doch. Muss man bei dir immer. Gar nichts getan. Klar. Nein. Bereit sein. Und ich war immer nett und Warte sozial mal. Zu dir. Du. Ja, hallo. Ja. Ausgerechnet du. Was ist denn jetzt schon wieder? Gar nichts. Jedes. Ja, aus. Bah! Was sind das für. Da fehlen ganz schön viele Texturen drin. Wie ist das geklappt? Bah! Was ist geklappt? Was denn? Bah! Machen wir nochmal wieder raus. Hier schon? Ne. Warum ist da schon wieder so ein. Oh, ich frage dich. Hä? War bestimmt wieder Eisen drin, ne? Wie viele Löcher wieder in der Wand sind. Ja, freu dich. Er haut da einfach Löcher immer rein. Gibt's nicht. Wenn wir Standardtexturen von Gneis